Das ist wie diese Höhle. Diese Höhle in Aladdin. Seid gewarnt, ihr seid scheiße. Ja, was denn nur? Ja, für viel nur das. Ja, was denn nur, ey? Soll ich jetzt abhauen oder soll ich hier bleiben, Dimwit? Ups. Oh Gott, oh Gott. Wieso ist es plötzlich Tag? Das ist eine. Das ist wieder eine sehr gute Frage. Unheil! Oh! Ich hab gar gedacht, das Spiel ist gecrashed. Das ist ein Orden, ja, und der ist auch verdammt wichtig tatsächlich. Ich weiß noch nicht, ob er sich denn auf, auch auf die Partner auswirkt. Ich hoffe ja. Weil das ist der Stachelschildorden. Der erlaubt einem quasi, ja, auf Gegner zu springen. Oder generell Kontakt mit Gegnern haben. Wo Stacheln haben, wo man sonst Schaden nehmen würde. Das, negiert das quasi. Okay, Anti-V-Hit bringt bei denen gar nichts. Ich hatte gedacht, die haben Power. Aber die haben ja gar nichts. Deswegen, den brauchen wir eigentlich schon. Aber ich glaube, der kostet ein. Zwei sogar. Ach du Scheiße. Anti-V-Hit brauchen wir jetzt gerade nicht. Erst nachher noch. Jetzt kann man das ja mal ausprobieren. Nope! Geht nicht auf Partner, sondern nur auf mich selber. That is shit. Ich hätte mal... Ja, fucking hell. This is not good. This is not healthy. Fangen. Halten die drei aus? Scheiße. Please work. Natürlich. Ich bin tot. Ich bin tot. Fucking hell. Weil ich zu dumm bin. Game over, yeah. Ich hab diese Biester damals schon gehasst, ey. Ist okay, ja. Ne, mein Timing ist offenbar absolut garbage. Pure garbage trash. Garbage day. Timing ist auch echt merkwürdig von den Dingern. Es gibt genug Stachelgegner. Ja, aber es geht auch nicht auf die Partner. Also ist es irgendwo absolut wertlos. Bis wie viel Uhr geht dieser Stream? Wenn du so fragst, sei jetzt vorbei. Never ask that again. I fucking hate that.
Nee, ohne Scheiß. Ich finde, das ist so eine Frage, die fragst du nicht. Das ist... I think it's rude. Es hat so diesen Unterton, so nach dem Motto, muss ich noch lange bleiben? Für mich zumindest. Also für andere ist es eventuell anders. Für mich hat es diesen Unterton, so nach dem Motto, muss ich noch lange bleiben? Kann ich was... Darf ich auch was anderes machen? I'm fucking bored. Aber wahrscheinlich bin ich der Einzige mit so einer Ansicht. By the way, hier ist einfach ein Loch. Das ist ein fucking Loch im Boden. Ohne wirklichen Grund, einfach nur ein Loch. Mit Sand. Well, das muss echt scheiße sein. Nope. Es hat den Sand gekackt. Basically, ja. Yeah. It works. Die Dinger sind nicht so problematisch wie die Pokies. Diese Wüsten-Pokies mit ihrem Gift sind echt kacke. Aber ihr, das, ne? Mario die Mumie. Definitiv mal was Neues. Ruediger wäre stolz. Wobei, nee, Ruediger ist nie stolz. Okay. Verstehe schon. Boing. Mama. Okay, sorry. Es ist normal, dass jedes Mal, wenn ich den Namen Mario höre, ich an dieses dumme Video denken muss. Nö, hol es nicht da. Streamen heute sowieso solo, also von daher. Ich finde so Yakuza und Paper Mario sind Sachen, wo ich dann alleine streamen muss, weil einfach sonst zu viel zwischendrin ist, you know? Ich habe den Typen mittlerweile abonniert. Also, ohne Scheiß. Mein Favorite ist ja eigentlich immer noch Daisy Screaming. Einfach weil das Video so unglaublich bescheuert ist. Ich sag nur Next Level Gay. Es kommt so out of nowhere. Ohne Scheiß, der Typ hat eine Nische gefunden, das ne, da träumen andere noch von. Yay. Hi, I'm Daisy. Hi, I'm Trash. Ich mag die Frau immer noch nicht, by the way. Die ist mir immer noch unsympathisch und riecht. Ach ja. Ach ja. Oh, fuck. Ich nicht die Challenge an der Sache. Das wollte ich nicht, fuck. Fuck. Oh, yes. Ich hab so das Gefühl, das ist der letzte. Da kommt noch was richtig Asoziales. Nicht mehr. Ich meine, es war Magic OP. Also hier kann ich, glaube ich, gerade eh noch nichts machen, weil ich den Hammer noch nicht hab. Nee, kann ich eh noch nicht. Das ist, glaube ich, ein Running Gag bei Matze, wenn ich mich nicht irre.
In den RPG-Maker-Games gibt es meistens immer ein Haus, wo ein Opa durch die Gegend hopst, einmal alles explodiert und dann brüllt, kauf meinen Scheiß. Komm kaufen, du Arsch, einer seiner Sprüche. Ach so. Und wie bei Matze halt nicht immer seine Heil-Items hier Eistee sind. Und was hab ich? Ich hab Big Meme. Ich hab Big Meme. Und ich hab Big Meme. Mir fallen gerade meine eigenen Memes nicht ein. Das ist irgendwo sad. I love boobs. I love boobs ist kein Meme. Das ist ein Zustand. Hart und feucht. Oh nein. Nicht hart und flauschig. Nicht knusprig und hart. So, jetzt aber. Ich habe gerade statt Mitstreiter Mistkerl gelesen. Ho! Oh Gott. Ja, aber das sind alles so keine Memes, an die man sich erinnert, finde ich. Oder kommen es nur so vor? Also, bei mir ist ein Meme so der Moment, wo sich Leute regelmäßig daran erinnern. Also regelmäßig daran zurückerinnern. Come on, what? Nö. Du schwuler Block, das war von mir? Das klingt mehr was wie von Game One. Du dummer Trottel! Du dummer Trottel! Ja gut, 4 Schaden ist halt so eine Sache. Da erinnert sich jeder dran. Das ist halt irgendwie. Das ist schon fast weniger ein Meme. Das ist schon mehr wie ein Fluch. Voll nicht Cash Money. Das ist Andys Ding. Nicht Cash Money sein ist Andys Ding. By the way, ich zieh das noch durch. Euer Ding. Nee. Ja gut, Fleischfield. Ja, Fleischfield ist so eine Sache. Stachelschild ist scheiße. Anti-V-Web haben wir noch drin. You know what? Ich glaube, wir nehmen mal KP Plus rein. Oder? Wir haben gerade nichts, was wir eher brauchen würden. Also. Warum nicht? Komm. Simpelsten. Leck mich, Fickvieh. Habe ich echt jetzt komplett den fucking Hammer? Würdest du vielleicht Hitman spielen? Na, ich bin irgendwo so. Oh, warte. Hör zu, geh da nicht rein. Ich meine. Ja, ne, also. Wenn das der Fall ist, ne? Guess I leave. Ich will ja nicht befruchtet werden. Das wäre echt scheiße, wenn das passiert. Hilfst du manchmal bei der Portion von Brötchen und Broten, wenn du verkaufst du sie nur? Unsere Filiale macht tatsächlich ein bisschen von beidem. Also wir backen noch selber, aber wir kriegen auch eine Menge sehr geliefert. Also überwiegend ist es Verkauf, was ich mache. Aber ich mache auch halt viel mittlerweile Produktion. Vor allem, was ich auch mal sagen muss, wir sind halt auch noch ein quasi ein Café, so im gewissen Sinne. Halt auch mit Frühstücksangebot etc. Und da gibt es halt auch einige Sachen, die wir dann halt noch selber machen. Von daher, es gibt schon so einige Sachen. Kaffee machen wir halt komplett frisch. Was meine Lieblingsaufgabe ist, by the way. Und by the way, ich habe einen super Hammer. Sein Hammer ist jetzt noch cooler. Außerdem kannst du nun Steinblöcke zerkloppen. Like that. Welche Firma? Fiale. Die, das werde ich euch bestimmt nicht sagen, Fiale. Just in case. Mein, einen Großteil von euch vertraue ich. Aber ich weiß ganz genau, dass unter euch auch ein paar gewisse Dickweeds sein werden, denen ich nicht vertrauen kann. So yeah.
Du lernst auch ein Thema dazu, zum Beispiel, wann Brot Vollkorn genannt werden darf und welchen so unterschreiben wird. Fakt ist, ich bin aktuell mehr Management als alles andere. Also halt, ich bin sehr häufig mittlerweile Schichtleitung, ergo ich bin derjenige, der während der Schicht das Sagen hat quasi. Bin ich ein Dickweep? Nein, du bist kein Dickweep, Kiba. Und nee, Sharrow, du bist auch kein Dickweep. Ihr seid... Die jetzt gerade schreiben, sind keine Dickweeps. Also... Wenn dann wenn wir uns getroffen hätten... hergenden Worte. Worte sind schwierig gerade, sorry. Ich bin kein Dickweep. Schwer, mach die fertig! Warte, ich hab noch einen vergessen. Ich bin ein Dickweep. Oh Gott. Jetzt freuen sich Leute, dass sie ein Dickweep sind, oder was? Das ist nichts, worüber ihr euch freuen könnt. Was ist los mit euch? Boah, am liebsten würde ich euch jetzt ja mal die... Das Problem ist, ich würde euch jetzt gerade wirklich gerne eine Story erzählen, die ich Montag hatte. Ich habe auf Twitter geschrieben, dass ich wirklich einen neuen Tiefpunkt erreicht habe, was Kunden angeht. Aber das Problem ist, die ganze Sache ist noch nicht vom Tisch. Deswegen ist es mir da noch ein bisschen unwohl, darüber zu sprechen. Beziehungsweise, ich habe die Sorge, wenn ich jetzt so darüber rede, dass das noch mehr Konsequenzen nach sich haben wird. Deswegen, ne, möchte ich da lieber erstmal abwarten. By the way, das hat funktioniert! By the way, also, um es kurz zu fassen, es hat sich jemand über einen Kollegen und mich beschwert. Den Grund enthalte ich jetzt mal. Und ich wurde dann ziemlich stark von ihm in meiner Führungskraft kritisiert. Wo ich dann gesagt habe, so, Bitch, please, eigentlich habe ich das überhaupt nicht gelernt. Ich mache das eigentlich nur, weil mein Chef so viel Vertrauen in mich hat. Beziehungsweise ich habe auf dem Server, habe ich das auch erzählt gehabt, was los war. Also von daher, es ist nicht komplett geheim. Was ich jetzt, was passiert ist, aber auf dem Server weiß ich, dass ich da, ne, der Server ist halt ein bisschen secluded, da hast du es nochmal was anderes. Aber ja. Yeah. Also mein Chef hat dann, also von ihm habe ich noch gar nichts darüber gehört, deswegen ich bin mal gespannt, was da noch passiert. Weil ich kann mir im Grunde denken, dass das nicht das letzte Mal war, dass ich von der ganzen Sache gehört habe. Aber ja. Nee, mein Chef ist generell ein cooler Dude. Das muss ich auch sagen. Also, ich hatte noch nie, und das soll jetzt auch nicht hier irgendwie Schleimerei sein oder so. Aber ich hatte noch nie so einen coolen Chef. Muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Mein jetziger Chef ist der coolste Chef, den ich bislang hatte. Einfach dem, wenn er sagt so, ja, ich regel das oder ja, ich mach dies und jenes, dann weiß ich, dass ich mich darauf verlassen kann. Dann ist das nicht so, ja, mach ich vielleicht, I don't fucking know. I don't fucking care. Ist ne, ich baue ein Edeka mit Drive-In. So einer, ne? So einer ist er nicht. Vor allem, dann kam er jetzt letztens zu mir, als ich die, okay, drei, schön, Mond, okay, krieg ich hin. Ja, er hat letztens den Plan für jetzt nächste Woche gemacht. Und nächste Woche ist ja, das ist ja unser Konfi-Treffen.
Und ich freue mich da jetzt schon wie so ein kleines Kind an Weihnachten, weil so, das ist so... Diese Treffen sind so immer meine Lieblingszeit. Und dann kam er zu mir. Ich habe extra nochmal vorher mit ihm darüber geredet, weil mir das echt wichtig war. Und er meinte dann nur so zu mir, nächste Woche 3 Tage frei? Das geht ja mal gar nicht. Und dann habe ich gesagt so, ja, aber... Ihr habt ja doch gesagt, dass was hier los war. Und er so, ja, ist ja alles gar kein Problem. Ich hab dich denn aber dafür am Mittwoch von 10 bis 20 eingetragen, wenn das okay ist. Ich so, okay, das ist nur fair. By the way, vielleicht sollte ich mal aufhören, wieder über meine Arbeit zu reden. Weil ich habe in letzter Zeit andauernd Kommentare, also na, andauernd ist auch übertrieben. Aber ich habe Kommentare auf YouTube bekommen, wie ich es doch wagen kann. Was mir einfällt, mir fucking Lowlife, Pleb. Wie es mir einfallen kann, in einem Let's Play Part über private Sachen zu reden und nicht nur übers Spiel. How the fuck do I even dare? Just saying, ne? Ich fand diese Kommentare ja schon immer so ein bisschen cringe dann. Warte, ja, ich hatte zu, Wer benutzt das Wort Narretei? Jesus Christ. Wie kannst du nur, ja. Ist mein voller Ernst. Das ist mein voller Ernst. Ich hab neulich Kommentare bekommen, wie es mir doch einfallen kann, private Sachen zu besprechen in meinen Videos. Wie ich nicht nur übers Spiel sprechen kann. By the way, ich mag diesen Boss irgendwie. Er ist irgendwo tuffig. Shadow vertraut uns, wir sind coole Dudes. So in etwa, ja. Und danke für den Bit, mein Dude. Hast du nicht genug Hausverstand, um dich zu fürchten oder so davonzulaufen? Was los mit dir? Leg dir den mit Tutankhamun, den gerichteten Diener von König Bowser an. Ups, ich meine... darf man fragen, welches Game das war, beziehungsweise wie lange das Projekt her ist? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß nur, dass es sehr lange her ist. Shocking. Headshot. Alter, 6 Damage. Blechwehehe. Kommt schon, fast. Beiß den Eindringling. Eins auf meinem alten Kanal? Nee, auf dem neuen. Also auf meinem aktuellen. Von meinem alten Kanal gucke ich schon gar nicht mehr, was ich da überhaupt bekomme. Muss ich ganz ehrlich sagen. Den Kanal lasse ich eigentlich eher als Archive für Leute, die alten Videos gucken wollen und für mehr nicht. 360 No-Scope. Yeet. Ich habe noch mehr Spaß, ne? Nee, komm. Blehehe. Ich bin der Meister der Magie. Sieh her und staune. Kommt Klopapierrollen aus dir raus. Did Shadow just... Did I what? Was habe ich gemacht? Ich habe nichts gemacht, ja? Sein Gerücht. Oh fuck, ja. Das muss unbedingt noch, you just yeeted? He just yeeted! Ich yeet hier gar nichts. Ich hab Hammerwurf nicht ausgerüstet.
Ah, da ist er wieder. Yeet! Wow, dead already. Der Boss ist halt echt ein Pushover. Nein! Oh. Komm her, Chompy. Wovon warst du da? Hilfe, Mano! And he's gone. Yeet, Fireblast. Yeet. Feuerball. Hört der Stern so? Hört die Karte so? What the fuck? This looks wrong. Okay. Yeet Feuerball. Was hältst du vom Medieval Remake? Sieht nice aus. So förderten Mario und seine Freunde das Geheimnis der staubtrockenen Wüste zutage. Irgendwie als Satzbau ist das ziemlich mech. Tutankhupa, der böse Zauberer, hat seinen Meister gefunden und die Edelmama wurde befreit. Edelmama? Oh boy. Nur viele gefährliche Abenteuer auf Mario, das Schlimmste steht noch bevor. Also wenn die Zukunft für Mario und seine Freunde wollen, wird der Reise als nächstes führen. I don't fucking know. Ich weiß nur, jetzt kommt wieder hier, ne? Das Schlimmste am gesamten Spiel. Oh Gott. My voice will die again. Mario. Hallo, ja, was? Wie geht's euch, Prinzessin? Nichts macht mich glücklicher als ein Lächeln von euch, Peach. Tja, Peach gehabt. Ich bin ziemlich schlechter Stimmung, du Monster. Alle meine Gäste sind deine Gefangenen. Du bist die größte Katastrophe, die jemals unser Königreich befallen hat. Ich sag dir was. Wenn es lächeln, wenn du alles wieder so ist, wie es mal bevor du aufgetaucht bist. Oh, ganz schön viel verlangt. Ihr wisst, dass ihr das nicht tun kann. Mario, dieser Heini, hat soeben die Koopa-Brüder und Tutankhupa geschlagen. Gut, sie waren zwar absolute Schwachköpfe, aber sie waren mir treu ergeben. Diesen Akt der Respektlosigkeit kann ich Mario nicht verzeihen. Doch diesmal muss ich dem unbezwingbaren Tuba Bluba stellen. Die kräftige Kreatur, die ich kenne nach mir. Ihr solltet Mario ganz schnell vergessen. Eure Boshaftigkeit. Schnörgenden. Wir haben ein Problem. Was ist los, Kevin Cooper? Was ist geschehen? Du bist ja völlig außer dir. Was? Ist der Tuba Bluba Schloss entkommen? Hey, Pause. Bitte dämpft eure Stimme. Was ist denn? Peach kann euch hören. Ja, stimmt. Berichte mir die Einzelheiten woanders. Peach gehabt. Oh, wow. By the way, ist das ein offenes Badezimmer, was sie hat? Oder ist es irgendwie nur so eine Garderobe? Twink, hast du das gehört? Jedes einzelne Wort. Der Stern muss entkommen sein. Hast du gehört, dass dieses Tuba-Bluba-Ding unbesiegbar nannte? Das klingt nicht gut. Glaubst du, Mario kann dennoch gewinnen? Wir sollten versuchen, was über Tuba Bluba herauszufinden. Wenn wir was finden können, irgendwas über eine Schwachstelle, könnte das Mario eine Rettung sein. Gute Idee. Dann geht es keine Zeit zu verlieren. Wenn wir in diesem Raum bleiben, werden wir nie etwas in Erfahrung bringen. By the way, ich hasse diese Parts mit Peach. Ich finde die einfach nur... Cool, Gott. Und es ist eine Garderobe. Es ist ein offenes Badezimmer. Nichts anderes.
fuck. Peach ist einfach nur schlecht. Ja, so in etwa. Draußen stehen immer noch Wachen, sei vorsichtig. Ja, ist okay. Chill. Ich hasse diese Parts einfach. Ne. Hier stehen auch Wachen. Vermutlich auch ziemlich viele. Wir müssen ganz besonders vorsichtig sein. Metal Gear Peach. Basically, yes. Und wie gesagt, es ist der schlimmste Part im Spiel. Ach komm, wirklich? Nee, nicht mal als Prower, der andere Tüdel da. Hast du mal Tuba Bluba gehört? Man erzählt, dass er liebt, Geister zu verspeisen. Oh, Geister wie? Meister Tuba Bluba lebt tief in Nimmer-Nimmerwald, oder? Ich glaube, er bewacht dort einen der Sterne. Ja, Meister Tuba Bluba lebt in einem Schloss, in der windigen Schlucht. Ich hörte nahe, des Schlosses liegt eine Villa und ein Dorf voller Geister. Soviel ich weiß, geht Meister Tuba Bluba manchmal dorthin, um Buhus zu fangen. Und wenn er einen gefangen hat, schluckt er ihn hinunter mit seinem Kopf zuerst. Oh Mann, das ist ja voll gruselig. Jetzt traue ich mich nicht mehr, nachts allein aufs Klo zu gehen. Geh halt nachts nicht aufs Klo. Geh einmal kacken, bevor du schlafen gehst, und ist gut. Und ich werde Albträume bekommen. Warum musst du mir das erzählen? Ich glaube, dass Meister Tuba Bluba unbezwingbar sein soll. Niemand kann ihn verletzen. Man kann ihn nicht mal ankratzen. Was jedoch, wenn ihn dann irgendwie der Arm juckt oder so? Wenn er sich nicht kratzen kann? This is a problem. Wir könnten ihn zu Tode kitzeln. Und er kann sich nicht kratzen. Oh boy. Also stärker als König Bowser. Stärker als König Bowser? Also das ist unmöglich. Selbst Meister Tuba Bluba muss einen Schwachpunkt haben. Jeder hat einen. Ja, du hast recht. Ein anderes Gerücht besagt, dass Tuba Bluba ein Geheimnis hütet. Es wäre Ende, wenn es jemand lüften würde. Und wette, es hat mit seiner Vergangenheit zu tun. Ich hörte, dass einer früher in alles andere stärker gewesen ist. Shh. Als wenn Tuba Bluba dich hört, dann würde sie beide verschlingen. Aber dennoch, was glaubst du, könnte wohl sein Geheimnis sein? Ich weiß nicht. Niemand weiß es. Deswegen ist es ja ein Geheimnis, du Halbhirn. Twink, Tuba Bluba hat also doch einen wunden Punkt. Wenn wir noch finden könnten. Was? Hey, hast du mich gerade sprechen gehört? Schluck! Hab ich mal gesagt, dass wir hier faulenzen? Oh nein, Prinzessin Peach, wie seid ihr näher gekommen? Aber ihr müsst sofort zurück in euer Zimmer. Jetzt holt er den Hammer. Oh nö! Man muss Tuba Bluba einfach nur in die Eier treten, so in etwa. Danke, Mario. Endlich kann ich den Sternhafen zurückkehren. Mein Name ist Mamao. Ich freue mich, dich persönlich kennenzulernen. Oh, ein langer Weg von dir, aber ich weiß, dass du Prinzessin Peach befreien wirst. Ich werde alles tun, um dir helfen. Fuck off. Hier, hab Glitzer. Kriegst du nie wieder aus deinen Klamotten. Wiegenlied, ach. Worthless Trash. Ruf mir, wenn du in Gefahr bist. Glaube mir, aber Gott, du bist gewaltig. Ja, du kannst Leute einschläfern. Oh, fuck my life in the fucking knee. Ganz meine Sternhaufen zurück. Auf Wiedersehen. Fuck off. Funkelpau. Okay. So, jetzt müssen wir den ganzen Weg wieder zurück. Ey, das ist immer so nervig hier. Man müsste jetzt den gesamten Weg wieder zurück. Durch die gesamte Wüste zurück in die Stadt. Dann wieder mit der Bahn fahren. Mit der fucking deutschen Bahn hier. Oh, ne, ich sag euch, die Deutsche Bahn habe ich auch mittlerweile gefressen, ne? Ich habe ja jetzt für das Konfi-Treffen habe ich die Tickets geholt. Und beziehungsweise
Wir wollten ursprünglich mit wieder mit der Bahn fahren, weil das einfach... Klar, kostet ein bisschen mehr, aber es ist eine Direktverbindung und dauert nicht so lange. You want some stuff? Ey, na, wie geht's denn so? Und nimm mich Colorado hier. Sammel mir kein Ohr ab, Junge. Ey, Colorado oder hier, ich hab einen Brief. Hier, halt mal fest. Hier. Oh, wurde er pünktlich zugestellt. Pünktlich? Oh boy. Ich nehme einen Brief von meiner Frau. Ich danke dir, alter Kumpel. Genau das, was ich gebraucht habe, um wieder Kräfte schöpfen. Ja. Warte mal. Das ist eine Scheidung. Dafür muss ich mich doch erkenntlich zeigen. Bin auf Angel gestoßen. Ich hier, hab ein Stück. Hab einen Stein. Moment. Das hat gefragt, dass du in der Hand hältst. Sieht aus wie... Du, das sieht sehr wichtig hier aus. Hast du da was? Alter Kumpel, bitte würdest du mir das überlassen. Hier, halt mal kurz. Ein Hoch auf Mario umwerfen, alter Junge. Aber wer die Staubtrotten in Ruin auf dem Stein, dann wäre auf jeden Fall verbirgt. Ja, Digga, da war ich schon, da ist nichts mehr. Oh, fucking hell. Fucking Cooper Fuckface. Ah ja, ich wollte sagen, dass ich die Bahn gefressen habe, auf jeden Fall. Habe ich denn geguckt, als ich jetzt erfahren habe, dass ich da frei habe an dem Wochenende, weil ich wollte das nicht vorher machen. Weil, to be honest, es ist immer ein Pain in the Ass, so Sachen zu stornieren. Beziehungsweise, das habe ich jetzt nämlich auch wieder neu bei der Bahn rausgekriegt. Das ist nämlich ein Riesenfun. Wenn du nämlich nicht ein paar Euro drauflegst, sind diese Tickets nicht stornierbar. Also, ne? Sagen wir mal so, die normalen Tickets kosten denn zusammen insgesamt 90 Euro. Dann bist du aber auf diesen Zug angewiesen, hast kein City-Ticket und es kann nicht stornierbar, es ist nicht stornierbar. Ergo, wenn irgendwas passiert, ergo, hätte ich diese freien Tage nicht bekommen, hätte ich es nicht stornieren können. Also habe ich gewartet. Und dann habe ich direkt, als ich wusste, hat er mir gerade einen Stein an den Kopf geworfen. So ein Ratter. Auf jeden Fall habe ich dann geguckt und auf einmal gibt es absolut keine Direktverbindung mehr. So gar nicht und nie. Ich bin all die Jahre bin ich immer direkt nach Dortmund gefahren. Also wir konnten direkt ohne Umsteigen dahin fahren. Jetzt mittlerweile müssen wir immer umsteigen, hätten wir immer umsteigen müssen. Entweder in Hannover oder in Hamm. Hamm hätte mich ja nicht mal gestört. Wink, wink. Aber ich soll jetzt auf einmal mehr ausgeben, dass ich trotzdem so in etwa so lange bin, wie mit der Dings. Wie mit dem Flixbus, soll aber das knapp das Doppelte ausgeben? Sag mal, Dick, meine mit. Also haben wir gesagt, wir fahren Flixbus. Ich besorge mir dann einfach was noch für die Switch und dann zocke ich Switch während der Busfahrt. Das ist mir sowas von Lade. Weil ich sehe es nicht ein, so viel Kohle dafür zu blechen. So, Cooper natürlich. Hallo. Ja genau, Sketchy, bei dir wäre ich dann geblieben. Und ich sag dir, hätte ich Zeit, ne? Ich wäre sowieso länger unterwegs gewesen. Dann wäre ich irgendwie nochmal, wäre ich danach irgendwie zu Keks gedriftet oder sowas. Aber ich habe halt nur 3 Tage frei, so yeah. Shit sucks. Speaking of Deutsche Bahn. Heute ist Lethal League Blaze auf der Switch erschienen. Das ist nice, aber ich glaube, das Spiel war doch nur wegen Multiplayer richtig gut, oder? Hey, Minde. Hey, Alex. In Hannover hätte ich dann Angel anhauen können. So, yeah. Das ist immer noch unser Legendary-Schwein. Toad Town! Sie erreichen keinen ihrer vorgesehenen Anschlusszüge.